Los, Kameraden, zu Wildlands. Mit dabei heute ist Enno. Hallo. Navo. Hi. Reaper. Geschichtsplanung, nee, Kinderplanung hat sich erledigt bei dir. Wer so ist, wenn er sich nicht fortpflanzt. Das ist schon böse. Jetzt kannst du was lernen, Kollege. Was denn, als Sunny, der seine Teamkameraden noch fährt? Wie war das mit dem Typen, der die Autos gesprengt? Einmal. Da hat einfach Spaß mit dem RG, wo wir hingehen, Operator. Wir bewegen uns nach links, sodass wir Richtung Süden fliegen. Noch ein Stückchen weiter nach links? Oh. Nicht ganz so weit. Aber die Richtung ist schon gut. Auf uns haben wir gesehen? Ich glaube, das war eine Einbildung. Einbildung ist auch eine Bildung. Wir können dem Fluss rechts von uns folgen. Da standen. Passe Kurs an. Wobei, wir sehen schon die Stadt da vorne. Die große. Wie da wird es? Ziel dieser Mission? Informationen sammeln. Wir haben einen Leutnant in der Stadt und wir haben ein Informationslager in der Stadt und wichtige Aufklärungsdienste. Links eine Base. Ja, wir sollten am besten hier so auf dem Berg zwischen Stadt und Base vielleicht landen. Da ist ein Hubschrauberlandeplatz. Da könnten wir landen. Negativ, das ist doch die Base. Oder auf der Tankstelle. Platz steht vor allen Dingen Heli, falls du siehst. Auf dem Dach der Tankstelle könnten wir vielleicht auch landen. Das dürfte zu viel aussehen, aber vielleicht stößt das Dach auch ein. Okay. Ich weiß nicht, wie viel da auf Heli hier wiegt. Ich mache mir Sorgen wegen den Ästen der Bäume. Ach, die werden abgesenzt. Okay. So. Hauptsache, du bringst uns in einem Stück runter. Ja, mach's nicht wie unser Sunny das letzte Mal. Was? Das war nur, weil du zu früh. Ich hab nichts gelandet gesagt. Bist. Mhm. Wo müssen wir denn jetzt hin hier? Richtung Stadt. Es befindet sich eine Stadt rechts und links von uns. Richtung Wasser ist die Stadt. Das andere ist die Base, oder nicht? Links ist der Stützpunkt, rechts ist die Base, ist die Stadt. Ja. Mhm. Starte Drohne. Ich werde einmal mit der Drohne schauen. Oh cool, kann man einkaufen. Braucht einer Vorräte? Negativ. Na war ja klar. Das ist unser Sunny plündert direkt die Kasse. Ist schon. Hallo, die haben hier doch kaum Geld. Was willst du denen denn plündern? Ja, aber wir brauchen noch mehr. Wir werden bezahlt für die Scheiße hier. Ja, aber nicht gut genug. Oh. Bei euch ist ein Informationslager in dem Gebäude, wo ihr gerade wart. Genau in dem großen Gebäude, wo ihr gerade seid. Junge Dame. Positiv, habe Dokumente gefunden. Ja, bitte fotografieren. Ja, da kann er schon wieder keine Bilder schicken. Sind anscheinend Baupläne. Okay. Na. Wir haben noch ein weiteres Informationslager, einen Leutnant, den wir verhören können und Aufklärungsdaten. Und das alles befindet sich wo? Ein Stück weiter in die Stadt rein. Oh. Quasi genau auf der anderen Seite, allerdings schön mittig. Schalten wir die Rebellensendeanlage ein und helfen, die Botschaft zu verbreiten. Dann wimmelt es hier von Santa Blancas. Oh Gott, schon wieder sowas. Was ist das Ding denn? Gute Frage. Das letzte Mal, was ist so ein Anhänger? Darum können wir uns später kümmern. Okay. Stimmt, erstmal alles, was jetzt hier schon rumfleucht, erledigen. Also ich durchcruise gerade ein bisschen hier, ich meine Shoppingtour. Ne? Also falls hier irgendwo bei mir was ist, dann soll der Operator das melden. Wenn ihr die Kirche seht, an der Kirche noch vorbei. Okay. Ist ein ganz schönes Stück von hier aus noch. Also, relativ. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genügend Kraft in den Beinen. Muskelkater? Mhm.
Der kommt von was anderem. Ihr habt doch da stundenlang in diesem komischen Haus rumgewerkelt. Wisst ihr, wie anstrengend das ist, die ganze Zeit da oben rumzuliegen? Ach so, das sind Druckstellen vom Liegen. Ja, dann bist du auch nicht ausgelastet. So ist unser Sniper. Beschwert sich schon, wenn er den ganzen Tag nur rumliegen kann. Da wisst ihr, wie anstrengend das ich ist? Als Mediziner sag dir, das ist Stress. Ständig sterben die Leute um mich herum. Ständig. Ständig. Okay, Vorsicht. Ich habe einen Feind markiert. In dem Gebäude befinden sich die Aufklärungsdaten, die wir benötigen. Haben verstanden. Ich rücke mit vor. Keine erhöhte Position möglich. Ich muss auch noch ein Stück nicht dichter ran. Sind die Informationen sicher, dass es sich nur, nur um einen Feind handelt? Nein. Es können weitere Feinde dort sein. Dann würde ich sagen, Position halten, bis der Operator weitere Daten hat. Das Ziel bewegt sich. Oh, das Ziel kommt raus. Du stehst da echt ungünstig. Tango ist tot. Einer folgt dir hin. Oh, da ist ja noch einer mitten auf der Straße. Komm zu mir. Du kannst ihn erledigen, ja. Würdest du mal aufhören, deinen Schalli in meinen Rücken zu drücken? Das hilft auch nicht mehr. Weitere Anweisung? In dem Gebäude ist niemand, in das wir rein müssen. Allerdings patrouilliert eins um das Gebäude rum. Eins kommt gleich in mein Sichtfeld. Kann ausschalten eins unmöglich. Ausschalten, sobald er... Hier ist wieder was zum Hacken drin. Ausgeschaltet. Wo ist denn unser Hacker vom Dienst? Hat uns einer gesehen? Nein. Negativ. Das ist ein zweites Ziel. Es kommt einer zur Leiche. Zwei befindet sich auf dem Weg zur Leiche. Okay, ich hacke, komm. Sehe ein Drittel. Das könnte was kann sein. Ich ausschalten? Sieht so aus, als hätte das Kartell bei Campo Ana ein Fischerboot zu einem Kokainlabor umgebaut. Das ist genau drei das ist in dem Gebäude. Ziel. Der Ausfall des Labors steigert den Druck auf El Emissario und zwingt ihn, sich zu zeigen. Okay. Ich kann den Gebäudekomplex betreten, wenn Bedarf vorliegt. Zugriff. Dort befindet sich etwas zum Hacken. Abschuss bestätigt. Okay, Hof ist sauber. Polizeistation ist auch sauber, zumindest der eine ist neutralisiert. Bestätigt. Dieser Raum ist clear. Clear. Wo ist der Laptop? Ganz dort oben. Warte, seid ihr ins Polizeigebäude? Ja. Das kleine Backsteingebäude, wo ihr eben dran wart, das ist das richtige Gebäude. Das haben wir schon. Den Laptop das haben gehackt, den haben wir schon erledigt. Okay. Dann befindet sich noch ein Leutnant. Ist das... Werde von einem Gegner gesehen. Wahrscheinlich die Helikopter. Der Helikopter, ja. Oh nein. Schafft ihr es in ein Haus rein? In dem Haus? In nein, war auf einer Straße. Ich weiß nicht, wie sehr er mich gesehen hat. Wahrscheinlich der noch nicht. Der Helikopter gehört zur Unidad. Das wäre... Oh mein Gott. Beschuss von auf mich vom Helikopter. Schwerer okay, Beschuss, schwerer Beschuss. Habe keine Möglichkeit, denn der Helikopter hat mich verlassen. Okay, benötige eine andere Position. Hier explodieren Sachen um mich herum. Rückzug, wir legen uns nicht weiter mit denen an. Keine Möglichkeit, mich zurückzuziehen, ich muss den Kampf machen. Ebenso. Habe wahrscheinlich Feinde in meiner Umgebung. Schütze ist down. Feinde wahrscheinlich auf Anstein aus. An der Treppe. Im Backsteinhaus sehe ich niemanden. Einen habe ich jetzt gefunden. Nein, der andere war aus der Richtung, wo er kommt. Helikopter ist down. Der kommt runter. Super. Sunny, wo bist du? Ja, direkt Unidad hinter dir, direkt hinter dir. Santa Blanca bekämpfen sich. Okay. Es kommen Unidad-Teams zu euch, ich muss selbst meine Position wechseln. Und wo? Ja.
Ich hab zwei markiert. Straße ist noch nicht sauber. Unidad hat uns entdeckt. Stehe unter Beschuss, das sind nämlich noch immer in der Polizeistation. Wir müssen hier weg. Ja, schafft es irgendwie weg. Komm, Sonny, wir haben hier ein Auto. Ja, ich folge dir direkt. Enno, wie sieht's mit dir aus? Schaffst du es mit den anderen beiden zu flüchten? Wenn die abwarten, bin ich dabei. Ja, rein. Muss man nur noch unseren Operator einsammeln. Oh Gott, mitten durch der Stadt außen vorbei. Ich bin da, wo ihr drauf zufahrt. Ja. Na toll. Hinter euch. Biegt am besten links ab, dann komm ich zu euch. Seid ihr ganz Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ich bleibe auf dieser Hauptstraße. Gegen uns. Ich bin unsicher, welches Auto ihr jetzt seid. Wir sind an der Tankstelle an. Ja, ich drehe wieder um in Richtung Stadt. Ich stehe unter Beschuss. Benötige genaue Position. Sonst wartet erstmal ab, ich komme verdeckt zu euch. Sehr gesichtet. Die Basis macht auch einen Alarm. Verdammt. Schicken, glaube ich, Verstärkung. Ich glaube, wir müssen hier weg. Ich will nicht mal irgendwie hier so an die Seite irgendwo rein. Da müssten wir, glaube ich, auch safe sein. Hauptsache, wir werden nicht gesehen. Ich brauche eine Tankstelle. Die feuern den Mörser auf die Stadt ab, was für Dreckskerle. Komm zur Tankstelle. Dieser Wagen, der ist mir ein bisschen. Das ist, glaube ich, ein günstiger Fiat. Sind in einem Fischgeschäft oder. Aber ich glaube, sie haben unsere Position verloren. Also, ich bin in der Tankstelle. Auch, aber hier ist ein weiterer neuer Heli. Wo genau? Genau bei den Zapfsäulen. Ich sehe uns als Operator. Wo ne? Wo seid ihr? Ja, wahrscheinlich ist sie an der Tankstelle. Genau bei den Zapfsäulen bin ich. Okay, da bin ich doch hin unterwegs. Ihr hattet aber noch ein Heli gesehen oder mal den gegnerischen? Nein, höre ein Heli nur. Der ist irgendwo in der Luft, ich höre ihn noch. Okay, ich weiß, wo ihr seid. Ja. Ich sehe euch. Heli ist, glaube ich, zu sehen. Nein, ist nur. Ja, hier in der Tankstelle. Ja, ja, sehen. Ja. Nein, wir haben unseren geparkten Heli hinter der Tankstelle auch noch. Der ist da noch. Der, mit dem wir hergekommen sind. Sollen wir mit dem abhauen? Der war bewaffnet, oder? Ja. Negativ. Nee, doch, positiv. Ja, die Gatlings da, ja. Schwer bewaffnet. Ich kann den feindlichen Heli damit zerstören. Okay. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. Perdimos contacto con el enemigo. Salgan del servicio. Okay, die Tamigos sind auf Suche. Bin am Geschütz. Sollte der Heli Stress machen, schießen wir ihn ab. Supervisor, benötige Weisung. Wir fliegen erstmal nach links weg. Beziehungsweise, wir folgen ein Stückchen dem Fluss. Da, wo der Fluss sich aufgabelt, nach links. Sind keine Feinde mehr um uns herum? Negativ. Der Funkspruch der Feinde war zu einstellen. Okay. Dann
biegen wir nach links ab und fliegen zu den höheren Bergen. Zu den höheren Bergen fliegen wir, zu den höheren Bergen fliegen wir. Oh Gott. Waren Sie in der Schweizer Nationalgarde, oder was? Was? Ich bin ein eingefleischter Navy Seal. Also nicht was. Ganz schön bewaldet hier. Ein bisschen weiter nach rechts. Gerade aus und dann so ein bisschen rechts müsste sich so ein kleines Lager befinden, oder? Und etwa unter uns? Genau bei uns. Da ist ein. Ja. Entweder gehen wir jetzt hier runter oder wir gucken uns den Konvoi an auf der Straße, aber der Konvoi könnte schwierig werden. Ja, ich würde eher sagen, wir gehen hier runter und sammeln Informationen und machen den Konvoi später. Dann würde ich hinten bei dem Feldweg runtergehen. Einverstanden. Okay, beginne mit Landeanflug. So, alle aussteigen. Da ist ein Sicario-Führer. Helfen wir ihm, sein Leben zu bereuen, dann kann er miese Laune verbreiten. Gegenwärtiger Auftrag? Informationen sammeln. Es wäre möglich, dass hier ein hochrangiges Ziel ist. Sieh ein zweites Ziel. Das ist ein normaler ein Soldat. Ein Ziel bei uns in der Gefahr. Ja, kann ich bestätigen. Das macht fünf. Bei mir legt sich gerade einer schlafen, ich schalte mal. Zwei Ziele in der Garage. Ja, zusätzlich zu eins ist noch eine weitere Person in der Garage. Wurde ihr gesehen? Negativ. Scheinbar. Ebenfalls negativ. Vielleicht schießen sie auf Unidad? Bin unsicher. Ist einer von uns auf dem Balkon? Ja. Negativ. Schüsse gehen am Haus über mich hinweg, aber... Sie scheinen auch auf uns zu schießen. Achtung, unten im Haus befindet sich jemand. Wir haben noch immer den markierten Gegner in der Garage. Ja, sehe ich. Ein weiterer in der Garage. Oder? Ich glaube, ja, sie... direkt an der Tür. Ich glaube, sie haben nicht genau unsere Position. Nummer 3 ist in der Garage. Okay. Weiß ich aber, wo sich der Scharfschütze das letzte Mal befand? Bei dem rechten Gebäude. Rechtes Gebäude. Zieht mich zurück. Oh Gott. Achtung, die 4. 3 ist ausgeschalten. Ja, es sind 2 Leute, kommen da. 1 kommt auf uns zu. 3 auch. 1 ausgeschalten. 3 ausgeschalten. 2 nähert sich. 2 ist im Gebäude. Ich werde mit dir vorrücken. Kein freies Schussfeld. Deine Position? Auf den Hügel hinter dem Backsteinhaus. Musst du schießen. Wir nehmen dir. Gib mir Deckung. Gegner erledigt. Verdammt, oh Gott, das ist. Okay. Ich, Sunny kümmert sich an den Reaper. Scharfschütze machen. Reaper, du schaffst das. Ich hab da ein bisschen Deckung. Was verloren, aber. Das nächste Mal ein bisschen schneller, danke. Eieiei. Kann ich auch noch beschweren. Du kommst hier hin und. Ich. Man hat auf mich geschossen. Ja, meinst du, ich mach hier. Liegt zum Spaß irgendwo rum?
alles Ausreden. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Hier befindet sich eine Waffenkiste. Granate, aufpassen! Habe ich ein Ausrüstungsteil? Weiß nicht. Dokumente, ich glaube, das meine ich. Und Nachschübe. Hier ist die Position eines Kartellsenders. Legen wir ihn lahm. Haben wir hier noch mehr? Ah, kann ich gebrauchen. Wichtige Aufklärungsdaten. Ja, im Nachbarhaus müsste sich noch etwas befinden. Okay. Beziehungsweise Garage. Dann schauen wir mal. Glaube ich, dass es die Garage ist. Ja, hier, auf dem Tisch. Okay. Das hier sieht wie der Standort eines Labors für Kokapaste in Okoro aus. Willst du es lahmlegen? Unbedingt. Je mehr wir El Emissarios Unternehmen sabotieren, desto eher wird er sich zeigen. Kokapaste. Alles, was mit Koka zu tun hat, schön platt machen. Finde ich immer gut. Keine Macht gegen Drogen. Der ewig währende Bildungsauftrag. Jo. Ist oben noch etwas zu markieren? Ich kann nichts sehen. Ich glaube, unser Scharfschütze hat das einzige schon markiert. Hast du es nicht oben markiert? Da war eine Kiste. Die war aber schon markiert. Okay. Okay, wir werden mit dem Heli weiter müssen. Wollen wir unseren alten großen Heli nehmen oder den kleinen hier vorne? Ist die Frage, der große Heli hatte Gatlings, die ihr bedienen könnt. Bei dem sind die festmontiert und die wird wohl ich nur bedienen können. Ja, bei den großen Heli ist halt das Problem, dass diese Gatlings keine wirklich große Reichweite bzw. Schwenkradius besitzen. Das ist eigentlich Jacke wie Hose, welchen wir benutzen, ob wir den hier fliegen oder den anderen fliegen. Die Gatlings sind generell scheiße. Okay, und wie ist die Panzerung der größeren Helis? Eigentlich relativ gut, soweit ich weiß. Dann würde ich vorschlagen, den größeren zu nehmen. Okay. Ja, machen wir. Und der nicht hier hinten irgendwo? Jo. Irgendwo hier. Mal sehen. Ich fliege. Das soll mir jetzt was sagen? Bitte? Was? Ich hab da irgendwas gehört. Mein Bruder ist bei den Nightstalkern. Das soll mir jetzt was sagen? Also, wir fliegen einmal genau in die Richtung hinter uns. Ah, komm schon. Je größer sie sind, desto schwerer lassen sie sich wenden. Ja, und zu tiefer fallen sie mir darüber. Und desto schöner die Arschbombe. Ich weiß ja nicht, also aus 400, 500 Metern Höhe eine Arschbombe in irgendeinen See reinzumachen, ich möchte die Arschschmerzen nicht haben. Ein bisschen ich weiter nach rechts. Wir werden jetzt den Konvoi anhalten von eben und müssen unser Ziel verhören, also lebend bekommen. Oh, noch weiter nach rechts. Wo befindet sich unser Ziel? Rechts auf der Straße. Unter uns. Nicht unter uns, aber jetzt rechts von uns die Straße. Das heißt, wenn wir genau da jetzt geradeaus weiterfliegen, dann können wir landen und die Straße blockieren. Unter uns müsste jetzt ein T-Kreuzung oder sowas sein. Bei der Brücke? Noch vor der Brücke. Da ist so eine kurvige Straße, die auf die Hauptstraße hier führt. Da befindet sich der Konvoi gerade. Also jetzt schräg hinter uns. Achso, soll ich hier runter gehen oder an einer anderen Position? Ein bisschen weiter nach rechts auf die Straße vor uns. Sonst müssen wir zu weit laufen und die fahren ja auch, deswegen dann können wir uns nicht lange genug vorbereiten. Am besten hier runter gehen. Okay, dann stelle ich den Heli quer, dass wir zumindest eine Gatling notfalls nutzen können. Ja, wenn sie in unsere Richtung fahren. Es kann auch sein, dass sie in eine andere Richtung abbiegen. Aus welcher Richtung kommt der Konvoi? Vom Heli aus links in die Richtung und da geführt nochmal eine Straße links rein. Okay.
Zivilisten. Die Drohne ist unterwegs. Machen unseren Heli kaputt. Konvoi in Sicht. Wo ist das Ziel, in welchem Fahrzeug? Mit der Fahrzeug, würde ich sagen. Warte auf Zugriff. Achtung, ich sehe den Assistenten. Gut zielen, wir brauchen ihn lebend. Wow, ich bin down. Oh mein Gott, warte, sich begonnen. Haben sie euch überfahren? Ja, die haben den Heli umgefahren und er hat mich erschlagen. Dicke Kopfnuss. Ich rumschwere, wie wir aufstehen. Das hat aber gedauert. Mann. Jo. Okay, unser Heli ist hat leichte Breitseite. Ist das Ding noch einsatzbereit? Denke nicht. Kleinen Moment. Noch einsatzbereit. Okay, dann schnell rein. Der Konvoi ist schon sehr viel weiter gefahren. Okay. Alle drin? Ja. Welche Weisung? Okay, der Straße folgen, beziehungsweise jetzt nach rechts. Dem Fluss entlang. Verstanden. Direkter Zugriff oder vorbereiten? Okay, Parallelflug. Ich denke, die Gefahr ist so groß, dass wir von dem Heli aus unser Ziel erschießen. Deswegen. Wir müssen wissen, in welchem Fahrzeug sich das Ziel befindet. Ich vermute im mittleren, das schwer gepanzertere. Ja, das schwer gepanzerte. Okay, dann können wir die anderen beiden Fahrzeuge ausschalten. Ja, das vordere und das hintere Fahrzeug ausschalten. Ich bräuchte dafür ein bisschen mehr Distanz zur Straße, seitliche Distanz. Stehen unter Beschuss. Das Auto ist ausgeschaltet. Die Waffen sind ja jetzt nicht so der hellste Tag am Lichte. Jetzt hast du wieder freies Schussfeld. Sie biegen ab. Winkel reicht nicht. Sie werden da drin nicht zum Stehen kommen. Das ist nur eine Ausweichung. Oh Gott. Ich kann nicht! Mist, wir befinden uns direkt über einer Basis. Benötige grundsätzliche Weisung. Jeder ist sich selbst der Nächste und ich feuerfrei. Ich glaube, unsere Supervisorin ist gerade irgendwo gestorben. Aufgeschlagen. Alle feuerfrei auf eigenes Ermessen. Sucht unseren Supervisor und wiederbeleben. Okay. Feind am Boden. Ist da so ein Sanitäter da hinten beim Heli? Ja, ich suche den Supervisor. Dann bin ich bei dir. Höchste Priorität auf die Suche. Okay. Unser Scharfschütze, du schaffst das auch noch. Oh Gott. Jetzt stell dich nicht so an. Oh Gott. Oh Gott, wo kann die sein? Kommt drauf an, ob unsere Supervisor auch rechtzeitig noch ausgesprungen sind und falsch betätigt hat. Okay, ich suche das Gelände ein bisschen ab. Aber ich habe das Gefühl, der Herzschlag des Supervisors ist ein bisschen abhanden gegangen. Die Stromversorgung ist gerade ausgefallen. Ich vermute mal. Sie gerade ausgeschaltet. Genau, der Scharfschütze hat da was gemacht. So, und haben wir jetzt erstmal Ruhe und können uns hier versuchen ein bisschen zu. Jo, hier ist eine Waffenkiste. Stimmt. Das war auch einmal eure Position, der Funk war ausgefallen. Befindet das mitten in der Basis. Wir sind statt nur dabei. Ungefähr, ich würde mal schätzen, auf halber Position. Wo ist der Gegner jetzt, der nicht so viel gesehen hat? Ich befinde mich bei den Silos.
Genau. Okay, und so. Wer hat das Primärziel neutralisiert? Vielleicht ist es durch eine Explosion gestorben. Wahrscheinlich. Ja, die Möglichkeit besteht. Das war unerwartet. Hey, wo haben die uns denn jetzt hier rausgelassen? Da kommt doch einer. Sofern die nicht abbiegen, können wir eigentlich auf dieser Straße bleiben. Die müssten hier an uns vorbeikommen. Also wenn wir unten an der Kurve sind. Moment, ich fahre. Na prima, ich wurde noch nicht mal im Einsatz und abgesetzt. Du bist nicht bei uns? Ja. Noch nicht. Bin gerade noch unterwegs. Okay, wir warten eben auf dich. Wir sind zum Glück noch ziemlich weit entfernt. Wo haben die mich denn jetzt rausgelassen? Ah! Ich glaube, ich sehe ihn. Ach, da kommt ein Sunny angelaufen. Sunny? Der Soldat. Hier, Auto. Ach, dort. Ist doch gleich. Andere Seite. So, dann mal los. Wir können ein kleines Stück fahren, dann kommen sie sicher an uns vorbei. Jetzt links. Ganz kurvige Straße. Okay, wir müssen das irgendwie anders gestalten diesmal. Wir müssen sie halt stoppen und Scheiße. Die Fahrzeuge direkt neutralisieren. Es wird sehr knapp, dass sie uns jetzt entgegenkommen. Ach, sie kommen jetzt entgegen? Ja. Einmal kurz jetzt hinter dieser Kurve auf der Geraden kommen sie uns jetzt schon entgegen. Okay. Da würde ich anhalten für einen Zeros. Macht euch mit Bowmans Briefing über... Achtung, ich sehe den Assistenten. Gut, ziehe. Wir brauchen ihn lebend. Erstens Fahrzeug macht euch mit Bowmans Briefing über... Achtung mit dem zweiten. Erstmal das hinter uns. Macht euch mit Bowmans Briefing über... Zweites Fahrzeug neutralisieren. So, jetzt schraubt man den. Oben stehende. Ja. Am besten nur auf die Reihe. Versucht. Erst war Cucalero, jetzt ist der Produzent. Gringa ist wohl eigentlich eine Chemikerin. Wer hat hier für eine NGO gearbeitet, als sie nicht zu dem Kartell beitrat? Super. Tango am Boden. Kamado Kamina! Oh, Scheiße! Oh, du Kamado! Müssen wir den mitnehmen? Aber auf die Ladefläche. Por favor! Ich habe eine Familie! Der Zugangscode zur Kokainfabrik. Wie ist der? Ich habe zwei Jungen. Zwei kleine. Mistiquitos, Gustavo und Felipe. Ich habe Fotos. Wollen Sie sie sehen? Nein, ich will die Scheißfotos nicht sehen. Gebt mir den Code, dann sind wir fertig. Ja, du käse so. Was ist los mit Ihnen? Hassen Sie Kinder oder was? Gott, willst du nach Hause zu Gustavo und Felipe? Dann gib mir den Scheiß-Code. Tuvo bueno. Er ist 654-375. Wirklich, ich schwöre. Na, dann lass ihn mal schlafen. Den Code. Doch nicht? Na dann. Ja, ich hasse es gerne. Mhm. Hat es sich eigentlich ergeben? Das kostet Santa Blanca viel vom Produkt und legt die Fabrik über Monate lahm. So, wohin des Weges? Wir können eigentlich hinter uns, genau an der gleichen Stelle, kommt noch ein weiteres Fahrzeug, was wir verhören können. Da kommt ein Leutnant. Der Orangene? Nee, noch ein Stückchen weiter war das. Oh Gott, was ist denn hier für ein Verkehr? Um die Kurve. Okay, hier. Da. Oh. Bitte? Ich glaub, der wollte bei uns mitfahren. Bruder. Ruhig, Kamine. Schön. Rede, du Wichser. Wow. Na, der redet nicht so wirklich viel, ne? Muskel 1, 2 oder 3, ne? Ja. Okay, okay. Von einer Sache habe ich gehört. Guck mal, der liegt da wird schon schlafen. Welcher? Wo war denn hier, wo wir gerade von unserem Sanitätshubschrauber abgeladen wurden? Da sollten wir dann zurückkehren, glaube ich. Das ist nicht so weit. Da gibt's neue Speicherkarten und so. Okay. Alle drin? Ja. Ja. Okay. Jo, mir ist gleich schlecht. Wir sind gleich tot. Das ist ein Geländewagen, Leute. Hab Vertrauen in den Sanifahrer. Ah.
Hinter der... Ja, okay, er fährt den direkten Weg ja hier hoch. Dann sind wir da. Oh Mann. Demnächst fährt er noch die Munitionskisten um. Und dann sind wir alle weg. Hier können wir erstmal ausmachen. Ja. So, das war's dann mit diesem Einsatz der GSI-Truppe. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und ciao mit X.